Willkommen zurück zu Part 29 unseres Inselabenteuers. So habe ich es ja lange nicht mehr genannt. So, und ich meinte ja, dass ich mich im letzten Part ein wenig komisch anhöre. Und ja, ich höre mich komisch an. Es liegt zwar nicht direkt an dem Grund, den ich gedacht hätte, aber es liegt irgendwie an der Soundkarte. Ich nehme jetzt zum ersten Mal mit Onboard auf und das klingt schon ein wenig anders. Ich kann jetzt nicht direkt beurteilen, ob es besser oder schlechter ist. Es ist halt nur irgendwie anders. Und ob es das eine oder das andere ist, könnt ihr mir vielleicht sagen. Wenn es so okay ist oder besser, dann kann es so bleiben. Falls das nicht so ist, muss ich natürlich noch eine Soundkarte besorgen. Muss ich dann sehen. So. Jo, und hier müsste auch wieder was anderes rein, materialtechnisch. Genau wie hier. Und ich müsste mir wirklich überlegen, was wir hier überhaupt als Boden drin haben wollen. Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. So, das da rein. Und das Diorit nach hinten. Dann können wir hier nämlich noch Kisten platzieren für speziellere Sachen. Vielleicht können wir hier die Ausrüstung hinpacken und diesen Kram. Dann machen wir es vielleicht doch so. Dann packen wir hier nämlich jeweils nur eine Kiste hin und nicht zwei übereinander. Dann machen wir erstmal ein paar. Ich denke mal, 8 Stück müssten reichen. 1, 2, 3, 4, ja. So, da fehlen ja noch, na gut, es fehlen ja so oder so noch überall die Kisten. Ist auch nicht schön. Ja, und Fußbodenmaterial. Oh, da ist Granit unten. Brauche ich jetzt eher nicht. Muss man hinterher gucken. Ob wir das noch ausbeuten werden. Aber ich denke mal eher nicht. Ist natürlich ganz toll, dass ich jetzt den Boden weggemacht habe. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr da hoch. Wir könnten hier doch Granitboden reinklatschen. Und den haben wir direkt hier. Wahrscheinlich haben wir noch genug Granit in der Kiste. Das ist jetzt vollkommen unnötig. Wäre ja auch möglich. Man weiß es nicht. Da müsste man hochgehen und gucken. Und dazu ist er natürlich zu faul. Ich buddel hier mich lieber 3 Kilometer in den Boden, bevor ich einmal oben schauen gehe. Und einen unnötigen, ungeplanten Block setze. So, und hier kommt eine Fackel rein. Genau, dann stacken wir uns auf Schweinesteaks wieder raus. Müsste man echt mal bringen. So. Jo, damit können wir noch leben. Und diese Maus, ach, das ist immer noch eine ganz tragische Geschichte mit meiner Maus. So, was machen wir hier? Hier machen wir einfach mal komplett dicht. Mit Diorit, da müssen wir noch von außen das dann noch verkleiden, dass man das nicht so sieht. So, hier waren 2 hier drin. Ja, was ist denn hier? Da müsste auch noch irgendwas rein. Ja, dann machen wir hier nochmal eine kleine Säule hin. Einfach für ein bisschen mehr Symmetrie. Und eine Fackel dran. Ja, das ist doch nicht so schlecht, wie es aussehen könnte. Haben wir hier die Ausrüstungskisten. Und da müssen wir mal wieder ein bisschen Holz farmen gehen, würde ich sagen. Und wir müssen das Dach noch fertig machen. Und ich könnte mal, weil es so schön ist, noch mal ein wenig Weizen in Kühe stopfen. Das machen wir ja am liebsten.
Na ihr? Geht's euch gut? Bloß nicht da reinfallen, da kommen wir nie wieder lebend raus. Eventuell kommt noch ein Creeper, das hatten wir ja schon mal. Wie ich mich mit Bedauern zurückerinnern muss. So, das reicht aber jetzt. Und dann muss... Ach ja, hier ist ja noch eine große Eiche, die müsste ja auch mal weg. Ja, da habe ich also Lust drauf wie auf einen Beinbruch. Aber das muss weg. Und es liefert ordentlich Holz, das ist auch schön. So. So, ich habe gerade so eine Idee gehabt, wegen dem Sound und der Stimme. Das Problem, was ich hatte. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob sich hier was geändert hat. Soundmäßig dürfte sich jetzt was geändert haben für mich. Okay. Jetzt klingt Minecraft wieder normal, weil ich hatte irgendwie den virtuellen Surround an. Vielleicht klingt danach meine Stimme auch wieder normal. Das werden wir sehen. Also werde ich jetzt gleich hören nach der Aufnahme, wenn ich die Spurnachbearbeitung in Outer City mache. Da kriege ich das ja mit. Vielleicht klang ja auch nur komisch wegen der Virtualisierung, könnte ja auch sein. Und das war alles ein großer Irrtum. War das jetzt so? War es ein Irrtum? War es nicht so? All das und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge vom Singleplayer LP auf der Dämoneninsel. Oh ja. Nein, es ist noch ein bisschen früh, weil eine 7-Minuten-Folge, das ist doch ein wenig übertrieben. Oder ein wenig untertrieben. Würde besser passen vom Wort her. Schönere Wortwahl. Oh, ist hier viel Baum. Oh. Dann haben wir aber genug Holz, wenn wir den wirklich wegmachen hier. Wenn wir überhaupt finden, das Holz, das noch hier im Baum verblieben ist. Okay. Mein PC hechelt neben mir gerade nach Luft. Ja. Der arme kleine PC. Der ja einen Komplettumbau erlebt hat in den letzten, sagen wir mal, 2 Wochen waren das ungefähr. Das war jetzt nur ein vorläufiger Umbau. Der richtige Umbau kommt noch. Da ich mich mal wieder an einen Case-Mod machen werde. Und ich denke, wenn das Ganze fertig ist, werde ich vielleicht noch mal ein Video dazu machen. Dass ich mich ein wenig verbreitere, dass wir auch noch ein bisschen auf Technik oder Hardware gehen. Ja, ne? Dass hier nicht nur Let's Plays laufen, sondern auch ein paar andere Sachen. Apropos Let's Plays, ich muss ja noch Call of Duty weitermachen. Habe ich ja die ganze Woche nicht weitermachen können wegen den Umbauarbeiten am PC. Das hat der irgendwie nicht zugelassen. Weil ich den aufgebaut habe, zerlegt habe, ihn aufgebaut. Zweimal das Gehäuse gewechselt in der Woche. Oh ja. Das war richtig Stress. Konnte so gut, habe so gut wie nichts aufgenommen in der Zeit. Ich glaube eigentlich, was das Einzige, was ich aufgenommen habe, war ja ein paar Tech World oder so, sonst nichts. Für mehr habe ich keine Zeit gefunden.
Ja, wo ist denn hier noch Holz drin? Na, jetzt müssen wir später gucken. Ja, jetzt sind wir hier drin. Jetzt hau ab hier. So. Jetzt bin ich schon wieder komplett aus meinem Thema raus. Aber ich habe Holz. Jetzt habe ich vergessen, wofür ich das Holz geholt habe. Ah, ich weiß wieder. Ich weiß es wieder. Da fehlte ja noch was. Und ich hatte ja noch was anderes vor. Etwas, was ich zwar noch nicht erwähnt hatte, dass ich es mache, aber... Ich wollte noch die restlichen Kisten, Schilder etc. produzieren, die wir hier noch brauchen werden. So. Machen wir erstmal gar nicht viele Kisten. So, Stickies brauchen wir. Ja, davon brauchen wir auch ein paar. So, und noch ein paar Schilder. Dann schauen wir mal, wo wir das Zeug anbringen können, müssen, wollen, sollen. Ja, Mausfail. So, Schilder kommen auf die Seite. Machen wir das schon mal alles dran. Genau, schleich mal. Oh, haben wir zu viel Kisten? Natürlich haben wir zu viel Kisten. Aber immerhin nicht erheblich zu viel. Mit zwei extra komme ich klar, das ist kein Problem. Okay, da sollte keins hin. Was fail? Achso. Ich dachte schon, warum werden die Schilder gar nicht weniger? Aber das hat wohl was damit zu tun, dass ich zum falschen Zeitpunkt das Schild angeguckt habe oder die Zahl unten. Ja, mach so weiter. So, und da noch und da noch. Okay, hier sind schon überall welche und den Rest brauchen wir noch oben. Da haben wir ja noch bei einem Fenster welche vergessen und bei dem anderen Fenster wahrscheinlich auch. So, hier brauchen wir mal zwei hin. Okay, wir brauchen noch welche. Aber ich glaube, ich schlafe mal wieder eine Runde. Ist ja Nacht, bietet sich gerade an. Oh, eine neue Optifine-Version ist verfügbar. Es geht diesmal verdammt schnell mit den Versionen. So, hier haben wir noch Leder. Wir brauchen auch noch ein paar Item-Frames und wir brauchen noch mehr Holz. Das ging jetzt verdammt schnell mit dem Holz. Ja, das wird nicht ganz reichen. Also holen wir uns noch mehr Holz. Na, Kühe? Alles frisch. Na, Leute? Tja, jetzt habe ich schon wieder einen Screenshot gemacht, den ich nicht brauche. In den anderen Projekten vergesse ich ständig, die Screenshots zu machen. Und hier mache ich ständig irgendwelche Screenshots, die ich gar nicht brauche. So. Hier muss auch noch einer sein, oder? Ja, da ist er. So, da muss hier aber auch noch was sein, hier oben. Irgendwo. Irgendwo hier. Ah, da ist er. Also wie ich sagte vorhin beim Fällen,
machen wir auch noch ein paar Hardware- oder Show-Videos zum Thema Case-Modding oder PCs allgemein. Vielleicht noch ein paar Tutorials, wie man irgendwas zusammenbaut oder irgendwas macht. Würde sich auch irgendwie anbieten. Passt ja irgendwie zum Thema und ist mal was anderes. Wenn ich überhaupt Zeit finde, weil im Moment ist das alles ein bisschen knapp. So viele Projekte wieder am Laufen und dann gibt es auch noch Projekte, die in Vorbereitung sind, die erst später kommen. Die ich momentan auch im Aufnehmen bin. Es gibt auch noch Kühe, die sterben müssen. Und all das zusammen, hier ist noch Holz drin. Da ist es. Und all das zusammen ist halt ein wenig zeitraubend. Joa, so sieht's aus. Vom Gefühl her würde ich sagen, hier ist noch ein Holz. So, gehen wir erstmal wieder rein und machen die restlichen Item-Frames. Und dann kann ich auch so langsam darüber nachdenken, ein paar Sachen in die Kiste zu packen. Natürlich nicht. Ich könnte so langsam darüber nachdenken, dass wir mal ein Enchantment-Table machen müssen oder können oder wollen. Vielleicht ein bisschen von allem. So. Der käme ja eh unten ins Lager. Dann muss ich mal schauen, wo wir den genau hinmachen. Ich habe aber irgendwie noch eine Idee, das hier noch ein bisschen geiler zu machen gerade. Wie wäre es, wenn wir das hier oben nur so als Steg machen? Mit einem Geländer drumherum. Und einer weiteren unteren Ebene, wo dann Braustand und Enchantment-Table drin stehen. Das wäre zumindest ein wenig eindrucksvoller als das hier. Das ist natürlich noch ein wenig Aufwand. Das würde ich dann aber entweder wieder im Speed-Modus machen oder mal auf eine ganz, ganz neue Art, die ich mir überlegt habe. Wie die dann aussieht, das werdet ihr dann noch sehen, wenn es soweit ist. Aber ich habe mir das überlegt, wie man das auch noch machen könnte. Ja, ich brauche auch Schilder, genau. Manchmal ist mir auch nicht zu helfen. So. Einen noch. Und dann haben wir auch schon wieder kein Leder mehr. Verdammt. Geht das manchmal schnell. Aber das mit dem Leder ist momentan nicht so wirklich das Problem. Wir haben mal genug Kühe da draußen und wir können noch viel mehr machen. Ja, wir brauchen sogar noch viel mehr. Und Schilder brauchen wir auch noch tatsächlich. So, dahin. So, drei Item-Frames brauchen wir. Also müssen wir ein bisschen Kühe schlachten, dass wir an drei Leder kommen. Nein, nicht die kleinen. So. Ich will hier raus. Das geht doch nicht. Okay, und schon wieder eine Kuh draußen. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich muss nur daran denken, gleich die Setzlinge aufzusammeln. Also nicht die hier, sondern die von der Birke. Das mache ich aber so oder so nicht. Das vergesse ich unter Garantie wieder. Immerhin haben wir schon mal eine neue. Zwei. So, machen wir eben die Item Frames fertig.
3 Stück, habe ich gesagt. Hoffentlich habe ich mich nicht verzählt. So, 1, 2, 3. Sehr schön das Ganze. Ich muss sagen, es gefällt mir schon ausgesprochen gut, wie das hier aussieht. So, okay. Da brauchen wir wohl was Neues. Aber von denen haben wir, glaube ich, noch ein paar oben. Vielleicht reicht's auch. Eher weniger. Und ich muss langsam in den Nether rein, wegen Glowstones. Weil es ist doch ein wenig dunkel hier an der Decke. Das heißt, gute Diahacke haben wir ja. Das heißt, wir müssen uns ein wenig Obsidian beschaffen und dann bauen wir uns ein Nether-Portal. Das werde ich irgendwo unterirdisch anlegen. Irgendwo unten bei unserer Mine oder in unserer Schlucht. Und das machen wir dann im nächsten Part. Also bis dann. Hier auf der Insel des Tierdämons. Okay.